Ihre letzte Aufgabe heute Abend wird sein, einen Hamburger zu belegen. Allerdings nicht für sich selber, sondern für den anderen jeweils. Schauen wir mal, ob da besonders viel Zwiebel und Chili draufkommen oder auch so ein paar gesunde Sachen. Jetzt bitte ich die Küche, die Hamburger auf dem heißen Steine hereinzutragen. Ah. Und jeder, der ihnen im Weg steht, muss aufpassen. Ich habe meine eigene mitgebracht. Ich weiß nicht, ob das. Ich habe mir sagen lassen, es dauert in der Küche noch ein klein wenig. Aber wir können erstmal schürzen. Oh, ein Traum. Oh, Wahnsinn. Super. Ja, merci. Eieiei, das geht durch die Presse hier. So. So. Hier auf die Stirnseite. Ja, hier auf die Stirnseite. Ja, auf die Stirnseite. Vorsicht, es ist heiß. Heiß, okay. Bitte nimmt alles mit. Na Bauer, was sollen wir machen? Soll gut ausschauen, okay. Na, da kommt noch ein bisschen Material. Aber ich glaube, Sie können den Hamburger schon noch mal auf den Stein legen. Das dauert ja so 2 bis 4 Minuten. Sieht schon ganz gut aus. Geht das schon mal, ne? Da kommt noch jede Menge Material. Ich sehe schon, es ist viel Zwiebel dabei. Tabasco-Soße, Jalapeno-Soße, na, Habanero sogar. Das ist noch schlimmer. Also ich bin gnädig zu dir, wenn du gnädig zu mir bist. Abgemacht. Oh, eine ganz große Koalition. Jetzt warten wir nur auf den Semmel, wo wir es drauf tun können. Ich weiß zwar nicht, wie lange man den braten muss. Herr Oettinger, Sie haben schon gesagt, Sie kochen gern? Natürlich. Wildschwein oder was? Am liebsten ist mir das Reh, das ist doch das beste Produkt, was wir so haben, muss ich sagen. Herr Sparwasser, wie schaut es bei Ihnen aus im Kochen? Kein gutes Thema. Kein gutes Thema, habe ich mir sagen lassen. Gut. Oh, die sind schon vorgeröstet. Gut, das muss ich nicht machen. Aber was essen Sie am liebsten? Sagen wir es doch mal so. Ah ja, alles. Wenn ich mir jetzt entscheiden müsste, eine Pizza. Okay. Der heiße Pizzastein, das haben wir noch nicht drauf, glaube ich. Ist der irgendwie beheizt, der Stein, oder was? Der Stein ist ziemlich heiß, 200 und irgendwas Grad, haben wir sagen lassen. Sind da Kerzen oder was drunter? Ich glaube, der ist einfach im Ofen, so oder? Heiß aus dem Ofen, ja. Jetzt, wenn wir einen Koch auf der Bühne hätten. Du musst mir verzeihen, dass ich es mit den Fingern nehme. Ja, ja. Du kriegst auch einen Käse. Sagen Sie doch zum jeweils anderen, was Sie ihm alles so drauf tun.
Also bei mir gibt's einen klassischen Cheeseburger mit Speck, Ketchup, Mayo, Habanero und Salat. Nix. Eine Jalapeno, eine für die Würze. Wir wollen das danach ja nicht wegschmeißen, die Lebensmittel drum. Ja, das ist ein bisschen human. Sehr gut, kann ich unterstützen. Ein bisschen Kraut, okay. Oder? Das sieht doch gut aus. Was Gesundes, eine Gurke vielleicht oder Tomate. Ja. Vitamine. Sie wollen ja, dass Ihr Kontrahent lange lebt, oder? Ja, ich wünsche es ihm auf jeden Fall, klar. Na, also. Achso, der Semmel natürlich auch warm, gell? Was haben wir hier? Schaut doch schon mal ganz gut aus. Was ist jetzt mit der Jalapeno? Ist schon drauf, oder? Logisch. Versteckt. Jalapeno ist schon drauf. Gibt es eigentlich auch einen Rehburger oder sowas? Ja, natürlich. Wir machen ganz viel aus Hackfleisch, aus Wildhackfleisch. Da bietet sich eine Mischung zwischen Wildschwein und Reh natürlich an. Das Reh ist eher mageres Fleisch, wie Rindfleisch mit sehr wenig Fett. Ist für Burger Patties hervorragend geeignet. So, es geht aufs Finale zu, stelle ich fest. Ich hoffe, der ist durch. Ja, ein bisschen Medium aus. Sieht gut aus. Darf ich bitte mit Fingern? Ist okay, oder? Gut. Ah. So. Ist schon soweit. Warte. Ich bin schon soweit. Es sieht gut aus. Gut, wir schreiten zur Hamburger-Übergabe. Weil der Hamburger noch so schön warm ist. Ah, ja, okay. Ich glaube, Sie mussten heute lang warten, bis Sie was zum Essen gekriegt haben, oder? Ja, ich habe vorher schon was gegessen. Einen habe ich noch. Wenn man die Musik kurz noch runterfährt, ja.